Er erinnert mich an irgendwas. Die Muppets Show? Ich wollte es nicht sagen. Die Höhle der Löwen ist wieder zurück. Die 12. Staffel hat gestern angefangen und ich bin von einigen Kunden, Freunden und Bekannten darauf angesprochen worden, ob ich nicht vielleicht mal eine kleine Reaction dazu machen kann. Da ich ja ehemals Teilnehmer bin und heute als Produktdesigner und Entwickler arbeite, könnte das vielleicht ganz spannend sein. Wenn du auch Bock drauf hast, dann bleib dran und wir legen los. Es sieht ja ein bisschen aus wie ein Saftladen. Saftladen finde ich schon fast ein bisschen krass als ersten Kommentar, aber gut. Das ist Teil der Show irgendwie und das gehört irgendwie dazu. So, und der erste Kandidat, der sich in die Höhle der Löwen wagt oder die sich in die Höhle der Löwen wagen, sind Pago Pace. Wir sind Pago Pace und bei uns dreht sich alles um diesen Ring. Pago Pace ist ein NFC-Ring, der zum Bezahlen genutzt werden kann. Also ich glaube jedenfalls, dass es ein NFC-Ring ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Habe auch auf der Website nichts so richtig dazu gefunden, wie das Ganze funktioniert, also was von der Technik zum Einsatz kommt, aber ich vermute, dass es irgendwie ein NFC-Chip sein wird oder ein RFID. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Der Gründer, der etwas ältere, hat, glaube ich, eine Beteiligung an einem Smartcard-Unternehmen, was grundsätzlich eine ähnliche Technologie anbietet, aber natürlich in einer anderen Form, also hier eben in Ringform. Das ist schon ganz cool. Ne? Das ist eine ganz schöne Vorstellung, dass man eben nur den Ring braucht, um draußen irgendwo zu bezahlen. Ja, das stellen die dementsprechend hier vor. Kommt super bei den Löwen an. Zumindest im ersten Moment, da sind sie nämlich noch total geflasht davon, dass das überhaupt möglich ist. Klar, da sitzt in dieser Runde kein Mensch, der auch nur im Entferntesten einen IT-Background hat. Deshalb ist es für die natürlich totale Magie, was dort ja in dem Moment gerade passiert. Wenn man einen kleinen IT-Background hat, so wie ich, dann ist man wahrscheinlich im ersten Moment jetzt gar nicht so super geflasht, wobei das trotzdem überhaupt gar nicht gegen Pago Pace oder gegen die Grundidee spricht. Aber es haut mich jetzt nicht total vom Hocker, weil ich weiß, dass das grundsätzlich, sagen wir mal, jetzt nichts komplett Neues ist. Aber super umgesetzt, schönen Markenauftritt, das Logo hier sieht man es ganz schön mit dem O, was quasi den Ring darstellt und eben davon ausgehend die Funkwellen. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Auch die Verpackung scheint mir irgendwie wertig zu sein und generell auch, wenn man sich die Bewertungen anguckt von den Ringen, das macht alles einen super Eindruck, irgendwie sieht alles gut aus. Ob das am Ende sich durchsetzt, sei mal dahingestellt. Denn es gibt natürlich nicht nur diverse Mitbewerber, wie beispielsweise diese hier, die im Wesentlichen das Gleiche anbieten, von der Grundtechnik her. Da kommt es dann immer darauf an, wie kompatibel ist das mit den verschiedenen Banken, mit den verschiedenen Zahlungssystemen. Das sind natürlich alles Sachen, die dann nachher den großen Unterschied machen können. Aber vom Grundgedanken her erstmal würde ich davon ausgehen, dass das hier in einer ähnlichen Weise umgesetzt ist. Sieht man mal davon ab, dass die Website dieses Konkurrenten nun wirklich mal eine Überarbeitung gebrauchen könnte. Aber ansonsten wird das rein technisch in ähnlicher Weise funktionieren. Es sei denn, ich übersehe jetzt irgendetwas, was super, super, super entscheidend ist. Dann seht es mir bitte nach, liebe Gründer von Pago Pace. Dann erklärt es mir gerne. Ich bin da total offen. Irgendwie möchte gerne verstehen, wie es funktioniert und was tatsächlich den Unterschied zu den Konkurrenzprodukten macht. Denn das war auch der Moment, wo in der Höhle der Löwen dann die Löwen auch alle so ein bisschen wieder einen Schritt zurückgesprungen sind. Nachdem sie erst sehr, sehr begeistert waren, haben sie dann relativ schnell gesagt, oh, okay, da gibt es irgendwie Mitbewerber, da sind irgendwie andere schon auf dem Markt, die irgendwie da was tun. Also geht in Richtung, wir können keine Patentierung oder sonst was erreichen, also wir sind nicht, haben kein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und zumindest in dem Teil des Pitches, der jetzt ausgestrahlt wurde, ist das auch nicht wirklich rausgekommen, wo das Alleinstellungsmerkmal ist. Also außer natürlich dem, was man als Gründer tunlichst immer sagen sollte und was auch hier natürlich nicht versäumt wurde, dass man es eben besser machen wird als die Konkurrenz und eben sinnvoller Marketing betreiben wird etc. pp. Aber so was das eigentliche Produkt angeht,
habe ich zumindest in dem Pitch kein richtiges Alleinstellungsmerkmal gefunden, was jetzt wirklich einen Unterschied zu den anderen Mitbewerbern angeht. Aber wie gesagt, es kann sein, dass ich das einfach übersehen habe, dann seht es mir bitte nach und erklärt es mir gerne. Aber das ist eben das Produkt. Also es geht einerseits um diese Ringe und dann andererseits natürlich auch um die entsprechenden Anbindungen. Das sieht man hier nochmal, weil das wird natürlich nachher den Unterschied machen. Macht das Sinn für mich als alten Sparkassenkunden oder eben nicht? Das wird nachher die Unterscheidung sein, ob sich das Produkt durchsetzt oder eben doch für mich zum Beispiel nicht nutzbar ist. Okay, dann schauen wir uns an. Wie sieht es denn aus bei der Pago Pace GmbH? Also erstmal, die sitzen in Köln, gar nicht weit von hier. Sie sind am 18.01. diesen Jahres gegründet worden. Wenn man davon ausgeht, dass die Aufzeichnung von der Show auch irgendwo so in diesem Zeitraum stattgefunden hat, Frühjahr diesen Jahres, sieht man da also, okay, am 18.01. sind sie gegründet worden. In der Sendung sagen sie irgendwann, dass sie seit 4 Monaten auf dem Markt sind. Jetzt unterstellen wir mal, dass das richtig ist, beides. Dann werden die also irgendwann Ende April im Zweifelsfall aufgezeichnet worden sein und haben zu dem Zeitpunkt einen Umsatz von 250.000 Euro gemacht, sind dann mit einer Bewertung reingegangen von 2 Millionen. Das bedeutet, für 200.000 Euro, die sie haben wollen, geben sie in der Höhle also dann 10% ab. Wollen sie 10% abgeben. Im weiteren Verlauf sieht man dann, dass das nicht so ganz aufgeht. Die schlussendliche Beteiligung liegt dann doch etwas höher, ist aber dafür an diverse Milestones gebunden. Und das macht natürlich immer Sinn in so einer Situation, denjenigen, der investieren muss oder möchte, auch gleich auf bestimmte festgeschriebene Dinge, die zu erreichen sind, eben festzunageln, sodass man dann auch tatsächlich sich darauf verlassen kann. Wenn ich mir jetzt hier das so anschaue, also sehe ich einerseits die drei Geschäftsführer eben, die dann jeweils mit Investmentfirmen wahrscheinlich dann ihre Beteiligung halten. Das steht hier aber nicht, das vermute ich einfach nur, weil es Sinn ergibt. Und wir sehen, dass der etwas ältere von den Geschäftsführern, der Bernhard, eben auch noch eine Unternehmung Smartcard Shop hält. Ich habe das nicht richtig rausfinden können, aber ich mutmaße aufgrund dessen, was ich jetzt gefunden habe, dass Smartcard Shop eben eine ähnliche Technologie sozusagen anbietet, in dem Fall wahrscheinlich in Kartenform. Smartcards, also Karten, auf denen auch ein Chip vorhanden ist, der dann die entsprechenden Informationen speichert und eben weitergeben kann. Also da scheint Know-how vorhanden zu sein. Zumindest bei Bernhard kann man davon ausgehen, dass der in diese Richtung schon Erfahrungen hat. Wie sich das dann auf den Ring und auf das ganze Produkt rund um Pago Pace eben auswirkt, das steht noch in den Sternen. Wenn wir uns hier das Ganze mal anschauen, würde ich jetzt mal vermuten, dass es am Ende nicht zu einem finalen Deal gekommen ist. In der Sendung sieht das wahrscheinlich anders aus, aber wenn wir uns das hier anschauen, gibt es also keine weitere Kapitalerhöhung, die in irgendeiner Form nennenswert ist. Das heißt also, wir haben hier keinen Investor, der zumindest so reingegangen ist. Es kann natürlich immer sein, dass ein Wandeldarlehen oder Ähnliches besteht. Das ist aber bei einer Gesellschaft, die noch so jung ist, kann ich das hier nicht sehen. Deshalb kann man da jetzt auch nur mutmaßen. Dann schauen wir uns noch schnell an, wie denn das mit dem Markenschutz aussieht. Da sehen wir, wir haben 3 Marken eingetragen. Einmal hier die Wortmarke Pago Pace. Schon im 15.07.2021. Hier sogar noch ein 2 Monate davor, am 3.05. Sieht mir erstmal ganz genauso aus. Okay, hier ist der Unterschied. Das eine ist eine deutsche Markeneintragung, das andere ist eine europäische. Und dann gibt es noch eine weitere europäische Marke, nämlich Pago by Pago Pace, die dann auch nochmal in anderen Klassen definiert ist. Genau, und was ganz spannend ist vielleicht zu sehen, diese gesamten Marken gehören alle der Arocon Beteiligungs GmbH. Und wenn wir uns da nochmal hier das anschauen, dann sehen wir auch hier diese Arocon Beteiligungs GmbH in Oldenburg. Und da ist der Bernhard auch Geschäftsführer. Das heißt also, die gesamte IP, was den Markenschutz angeht, liegt nicht in der Pago Pace GmbH, sondern liegt in einem
einem externen Beteiligungsunternehmen. Das mag aus manchen Konstellationen heraus, macht das durchaus mal Sinn, eben aber ist natürlich für einen Investor auch immer so ein Kriterium, ne? Man kauft eigentlich nicht das, was man haben will, nämlich die Marke und die Technik, sondern eben halt eine Firma, die zufällig genauso heißt. Sehr sympathischer Auftritt von den dreien. Aus der Höhle heraus sind sie dann gegangen mit einem Deal mit Carsten Maschmeyer, der bei 20%, glaube ich, am Ende gelegen hat. Davon 5% aber gebunden an bestimmte zu erreichende Milestones. Aber prima, erstmal erfolgreich die Höhle überstanden und den Weg wieder rausgefunden. Wenn ich mir, wie gesagt, das anschaue, was das Register hier zeigt, dann gehe ich davon aus, dass es im Nachgang einfach nicht dazu gekommen ist, dass dann wirklich eine Beteiligung zustande kommt. Das ist immer schade natürlich, weil in der Höhle das einfach natürlich anders gezeigt wird. Aber das ist nun mal auch ganz, ganz normal, dass dann im Anschluss eine Due Diligence stattfindet. Also eine Überprüfung aller Zahlen und aller Werte und so. Und wenn es da einfach noch Unstimmigkeiten gibt oder man einfach als Investor sich vielleicht was anderes vorgestellt hat, dann ist das ein ganz normaler Vorgang, dass man dann eben doch das Invest abbricht. Und umso schöner, dass es trotzdem geklappt hat mit der Ausstrahlung. Denn auch das ist nicht immer der Fall. Also es gibt durchaus einige, die aufgezeichnet werden, aber leider nie ausgestrahlt werden. Aber wer sich das nochmal genauer angucken will, der schaut bitte gerne bei RTL Plus, heißt das jetzt. Ist ja nicht mehr TV Now. Kann sich das dort entsprechend angucken. Ich glaube, früher war es zumindest so, dass in der Free-Version man zumindest die aktuelle Folge auch immer kostenlos noch sich anschauen kann. Ich weiß nicht, ich habe ein Abo da eben und kann mir sowieso alles anschauen, aber nur für diejenigen, die es interessiert. Das ist übrigens keine Werbung, ich werde nicht von denen bezahlt. Das wäre schön. Also RTL, wenn ihr das seht, ihr seid herzlich willkommen, hier ein kleines Sponsoring dazulassen. Aber aktuell ist das eben noch nicht der Fall. Okay, gehen wir mal zum nächsten. Nee, wir wollen eine doppelte Portion haben. Hallo liebe Löwen, mein Name ist Amjad, ich bin 33 Jahre alt und komme aus Bremen. Aber gebürtig, wie man optisch sieht, komme ich aus dem wunderschönen Münsterland. Super. Dass ich aber arabische bzw. palästinensische Wurzeln habe, das hört man eventuell aus meinem ganzen Namen. Ich heiße Amjad Fuad Hassan Abdel Halib Ahmed. Ah, toll. Also man gibt gar nichts dazu. Man gar nichts, nicht mal Wasser, gar nichts. Das ist komplett schon fertig. Das kann ich auch. Der zweite in dieser Folge der Höhle der Löwen ist ein alter Bekannter, wenn man ein bisschen sich in der Stand-up- und Comedy-Szene in Deutschland herumtreibt. Und es ist nämlich Amjad Fuad Hassan Abdel Halib Ahmed, der vielen einfach nur als Amjad, glaube ich, bekannt ist. Das im Wesentlichen daran liegt, dass der Rest seiner sehr komplizierten Namen wirklich sehr kompliziert auszusprechen sind. Das ist er und er hat natürlich wie alle in der Corona-Zeit ein bisschen zu kämpfen gehabt als Künstler und hat, wie Dagmar, glaube ich, im Verlauf des Pitches auch sagt, aus der Not eine Tugend gemacht und hat ein Produkt entwickelt und zwar gemeinsam mit seiner Mutter und das ist Falafelteig. Falafelteig tiefgekühlt, einfach zum Auftauen, nichts mehr beimischen, sondern er ist dann einfach direkt zu benutzen. Sieht sehr gut aus, finde ich. Sehr sympathischer Auftritt, logisch. Auch sehr lustig natürlich, weil er eben halt Comedian ist. Das also ganz prima. Schönes Logo entwickelt, wie ich finde. Das haben sie auch als Bildmarke schützen lassen. Das sieht man hier ganz gut. Da. Ist ein bisschen spät aus meiner Sicht, aber immer noch alles rechtzeitig. Also insofern alles ganz, ganz prima. Also das Produkt, das gibt es in verschiedenen Starter-Packs mit verschiedenen viel Inhalt und verschiedenen viel Zubehör. Das sieht man hier unten so ein bisschen. Was ich ganz cool finde und was jetzt gar nicht großartig drauf eingegangen wurde, aber kannte ich vorher nicht, wird jetzt auch wahrscheinlich keine Entwicklung von ihm sein, aber ich finde diesen Falafel-Former ganz cool, weil ich finde das unfassbar ätzend. Falafel-Teig klebt einfach unglaublich. Oder ich mache was falsch. Also ich werde in Zukunft das mal ausprobieren und dann mal
mal schauen, irgendwie, ob der genauso klebt. Aber ansonsten hat man da eben diesen Falafelformer. Das finde ich ein ganz cooles Produkt. Spannend auch die Geschichte, die dazu kommt, eben, dass es halt das Rezept von seiner Mutter ist. Und er wirklich da auch sehr intensiv, wie man das ja so kennt, bei Rezepten aus der Familie, das ist immer nur eine Prise davon und ein kleines wenig davon. Keine Grammanzahlen, also nichts, was reproduzierbar wäre für jemanden, der keine Ahnung davon hat. Die Seite ist vollkommen in Ordnung und so. Man muss hier immer davon reden, das ist ein Einzelkämpfer. Ja? Also der hat jetzt im Zweifelsfall nicht den riesen finanziellen Background irgendwie, um da eine große Agentur mit zu beschäftigen oder sonst was. Das ist eine prima Website, die funktioniert. Erstmal, die hat den ein oder anderen Bildfehler drin oder sowas. Ja, das kommt alles mal vor. Aber da finde ich, sollte man jetzt auch nicht allzu streng sein. Was die Löwen kritisiert haben, beziehungsweise wo sie sich so ein bisschen schwer mitgetan haben, ist, es ist ein Tiefkühlprodukt und hat nur, in Anführungszeichen, nur 6 Monate Haltbarkeit. Das ist im Tiefkühlbereich tatsächlich ein bisschen wenig. Ist dadurch halt schwieriger zu platzieren. Deshalb sind sie am Ende des Tages leider alle abgesprungen. Trotzdem ein super sympathischer Auftritt von Amjad, den man sich natürlich auch wieder sehr schön bei RTL Plus anschauen kann. Ich habe ihn vorher schon als Comedian das eine oder andere Mal in Sendungen gesehen, fand das immer sehr, sehr unterhaltsam, was er da von sich gegeben hat, weil er auch ganz klar dieses Klischee, was man sofort natürlich irgendwie halt hat, damit hat er auch in der Höhle der Löwen gespielt. Das finde ich super sympathisch. Und er ist einfach auch ein sympathischer Typ. Ich finde fast, ehrlich gesagt, hier beim Logo, dass er ein bisschen kritisch guckt. Eigentlich gar nicht so nett und freundlich, wie das sonst eben bei ihm selber der Fall ist. Das wäre jetzt so ein kleiner Kritikpunkt, den ich finden kann, wenn ich denn jetzt unbedingt einen finden möchte. Aber ansonsten macht mir das alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Und insofern passt das ganz gut. Die Firmenbewertung war ein bisschen spannend. Er hat nämlich eine Firmenbewertung von 340.000 Euro aufgerufen. Erstmal nichts weiter Schlimmes, und wenn man auch noch nicht so viel Umsatz gemacht hat, ist das sowieso vollkommen in Ordnung. Also da ist jetzt nichts dran zu kritisieren. Aber es war eben so eine, keine so ganz runde Summe. 340.000 ist, ne, warum dann nicht 350.000? Also es ist so ein bisschen hat mich zum Stutzen gebracht. Ich fand das aber sehr sympathisch, weil das, glaube ich, zeigt vor allem, dass er einfach sehr genau sein möchte. Und ich glaube, er hat das sehr genau anhand des Umsatzes, den er bisher auch schon gemacht hat, eben halt ausgerechnet. Und ich glaube, das ist insofern vollkommen okay. Die Beteiligung, die er angeboten hat, war 15%, und dafür hätte er gerne 51.000 gehabt. Auch das vollkommen in Ordnung, wenn man gerade erst am Anfang steht. Leider hat es halt am Ende nicht dazu geführt, dass irgendjemand von den Löwen gesagt hat, okay, der Betrag ist so klein, das investiere ich jetzt mal da rein. Wahrscheinlich, weil die auch schon absehen konnten, mit dem Betrag wird es nicht ausreichen, dass man wirklich das Produkt entsprechend produziert und auch wirklich flächendeckend platziert in den diversen Ketten und Möglichkeiten, eben um Tiefkühlgüter zu verkaufen. Was mir auffällt als Möglichkeit der Erweiterung oder eben auch vielleicht als Verbesserung in Anführungszeichen, also verbessern möchte ich mir jetzt nicht anmaßen hier. Das ist noch ganz, ganz cool, vielleicht gerade als Einschub. Finde ich auch wieder sehr sympathisch und passt einfach super zu seiner Persönlichkeit. Ne, der perfekte Falafelteig aus 1001 Nacht und dann eben hier unten drunter immer 1001%. Die Mathematiker schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen, aber ich finde es einfach super sympathisch, dass er das so hier auch wieder aufleben lässt. Und das zeigt hier unten, glaube ich, genau, da ist seine Mutter auch nochmal. Also das finde ich wirklich sehr, sehr sympathisch gemacht und gelöst. Wünsche ihm da auch super viel Erfolg mit, dass das in Zukunft prima funktioniert. Er hat in der Höhle auch angekündigt, dass er das als Merchandise in Zukunft bei seinen Auftritten auch vertreiben möchte. Finde ich eine super Idee, spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen. Das Einzige, was man da halt eben bedenken muss, ist, es ist halt aktuell ein Tiefkühlprodukt. Das ist ja auch die Kritik, die die Löwen genommen haben. Und da wäre aus meiner Sicht es einfach sinnvoll zu gucken, ob man nicht ein Nicht-Tiefkühlprodukt, in dem Fall also ein gefriergetrocknetes Produkt beispielsweise daraus produzieren kann. Es gibt ja auch andere Falafelteige, die gefriergetrocknet sind.
Also grundsätzlich würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das schon funktioniert, aber wahrscheinlich wird man dafür ein bisschen an der Rezeptur noch feilen müssen. Aber ich glaube, dann ist das eine prima Sache. Der Auftritt ist sympathisch und ich glaube, wenn er da seine Community aktiviert, dann wird das auch für ihn in dem Rahmen sozusagen, in dem das für ihn auch handelbar ist, auch prima zum Erfolg führen. Dass dann natürlich ein Carsten Maschmeyer als selbstbezeichnender Venture Capital Geber jetzt nicht den riesen Erfolg drin sieht im Sinne eines weltumspannenden Konzernwesens, ja, das geschenkt. Ja, das ist halt so eben. Aber ehrlich gesagt, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich den Kontostand hätte, dann würde ich einfach sagen, komm, Amjad, ich investiere das Doppelte von dem, was du haben willst, da rein und wir probieren es einfach mal aus, ob wir es vielleicht in Richtung Gefriertrocknung irgendwie hinbekommen und damit ein Produkt, was eben eine lange Haltbarkeit hat und auch viel, viel einfacher zu vertreiben ist, viel einfacher Lagerhaltung, Versand etc. pp. Das sind alles Aspekte, die das vereinfachen würden und ganz ehrlich, also da ist eine kleine sechsstellige Summe irgendwie für notwendig und dann kriegt man das hin. Ob sich das dann im Markt durchsetzt, sei mal noch dahingestellt. Eben, da müssen natürlich viele andere Komponenten auch stimmen. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, für jemanden wie Amjad, der, glaube ich, irgendwie 330.000 Follower auf TikTok hat, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da vielleicht den einen oder anderen Absatzmarkt noch eröffnen kann, den die Höhle der Löwen-Investoren bisher weder bedienen noch sich irgendwie vorstellen können. Also insofern, ich finde es schade, dass er keinen Deal bekommen hat. Hätte ihm das sehr gewünscht. Ja, aber ich denke mal, man wird noch ein bisschen was von ihm sehen. Ja, guten Abend, Dankeschön. liebe Löwen. Hallo. Hallo. Wir sind Felix und Katrin und wir sind die Gründer von Lemonist. Die Nummer 3 in der heutigen Folge ist Lemonist. Das ist ein, in der Höhle sagen sie, es ist ein Pestizidentferner, also ein Mittel, was Pestizide von Obst und Gemüse entfernen kann. Im Laufe des Pitches wird dann so ein bisschen klar, ja, so ganz entfernen funktioniert einfach nicht, das ist nicht möglich und deshalb ist es inzwischen auch etwas anderes gelabelt, aber wir schauen es uns einfach mal konkret an. Also das ist die Website, schöne übersichtliche Seite, liegt daran, dass sie ein Invest bekommen haben am Ende des Tages. Und wer sich ein bisschen mit der Höhle der Löwen auskennt, der weiß auch anhand dieses Bildes schon, wer es denn wohl sein wird. Denn da ist ein ganz besonderes Logo mit verwendet worden. Und wir sehen hier direkt im Gegensatz zu der Verpackung, die noch in der Höhle der Löwen vorgestellt wurde, sieht die Verpackung jetzt also ein bisschen anders aus und auch hier der Claim ist ein bisschen anders. Jetzt heißt es eben reduziert Pestizide an Obst und Gemüse. Also insofern, da hat man das Feedback ganz gut aufgenommen. So, was mir super gefällt, ist die Marke oder sagen wir mal das Logo, was da dahinter steht. Hier mit der Zitrone oder Limone als O in dem Logo drin, das gefällt mir super. Schön gemacht, generell auch die Farbgebung und so gefällt mir gut. Das passt irgendwie, das macht einen dynamischen Eindruck, harmoniert irgendwie mit dem Produkt. Ob das Produkt funktioniert, ob das gut ist, ob das Sinn ergibt oder so, das will ich überhaupt nicht bewerten, das ist gar nicht mein Thema. Ich kaufe persönlich eher Bio-Lebensmittel und habe da die Probleme häufig nicht so sehr. Aber das kann jeder machen, wie er will. Und insofern ist das gar nicht das Thema. Wir schauen uns an, was gab es sozusagen zu berichten. Die Bewertung, mit der sie reingegangen sind 50.000 Euro für 15%, also eine Bewertung von 333.000 Euro. Und dann haben sie angegeben, dass sie etwa 600 Tüten bisher verkauft haben. Also noch relativ am Anfang sind von ihrem Business. Das kam dann auch im weiteren Pitch eben halt raus, dass sie einfach bisher noch nicht allzu viel Geld hatten, um es in Tests rein zu investieren. Da muss man nämlich ziemlich tief in die Tasche für greifen. Aber das sind dann alles Dinge, die in Zukunft sicherlich passieren können, denn sie haben einen Deal bekommen. Und zwar, wenn wir uns das hier mal angucken auf der Website, also wie gesagt, auch
die Seite an sich zeigt das eigentlich schon sehr deutlich, aber wenn wir uns das hier einmal angucken, der gesamte Webshop wird also von der Brandchain GmbH umgesetzt. Also wir reden hier von jetzt ja Social Chain, sprich Dümmel und Kofler sind diejenigen, die investiert haben offenbar und auch tatsächlich drin sind. Das können wir uns auch nochmal hier ein bisschen genauer angucken. Die Gesellschaft ist neu gegründet worden Anfang des Jahres. Passiert häufig, habe ich damals auch so gemacht, die Gesellschaft erst kurz nachdem ich die Aufzeichnung hatte gegründet, einen ganz normalen regulären Stammkapital von 25.000 und dann sieht man eben hier, Ende Juni ist das Ganze dann auf 29.000 erhöht worden, 29.412 Euro, um ganz genau zu sein, und das ist wahrscheinlich der Betrag, den die Brandchain GmbH dort eingebracht hat. Das heißt, die haben also jetzt eine Beteiligung von 15% ungefähr, glaube ich, sind das. 14,9, ein paar zerquetschte. Das ist, glaube ich, ziemlich genau auch das, was die Gründer angeboten haben. Ich glaube, in dem Pitch war es so, wenn ich mich richtig erinnere, dass die noch mal ein bisschen nachverhandelt haben, aber anscheinend haben sie das im Endeffekt dann nicht zu Papier gebracht. Schön für die Gründer. Spricht erstmal dafür, dass sie im Nachgang gut verhandelt haben und auch auf einer soliden Basis stehen. So, was ein bisschen anders dargestellt wurde im Pitch, der ausgestrahlt wurde. Aber das spricht jetzt erstmal sehr für die Gründer, für die Idee. Genau. Markenanmeldung gibt es natürlich auch hier wieder. Die ist dieses Mal wirklich sehr, sehr knapp angemeldet worden. Die ist auch noch nicht bestätigt. 23.8. war der Anmeldetag, 29.8., also 6 Tage später, ist die Ausstrahlung gewesen. Das ist sportlich, sag ich mal. Es reicht natürlich, ne, wenn vorher kein Mensch davon weiß eben und nicht selber irgendwie eine Marke in dem Bereich anmelden kann. Ja, bitte, dann kann man das auch erst am Tag der Ausstrahlung machen. Ich finde es ein bisschen knapp gehalten, aber vielleicht ist es auch etwas, was einfach im Bereich der Due Diligence irgendwie untergegangen ist und dann man erst in der letzten Woche, als dann klar war, okay, jetzt wird ausgestrahlt, alles nochmal durchgegangen ist, festgestellt hat, oh, da haben wir noch was vergessen, zum Beispiel eine Markenanmeldung eben, und dann wird sowas schnell mal nachgezogen. Das ist schnell gemacht und auch sehr überschaubar hier die Anmeldung. Schönes Produkt, Website schön aufbereitet, aber wie gesagt, das ist der Firma von, in dem Fall glaube ich eher der Firma von Ralf Dümmel geschuldet. Können das einfach und die wissen auch, was da zu tun ist. Die benutzen fast immer das gleiche Template und ziehen das entsprechend durch, aber das funktioniert. Also das ist ja nichts Schlimmes, sondern es funktioniert. Man muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden, gerade auch nicht für so einen Hochleistungsbelastungstest wie die Höhle der Löwen. Und dann auch noch erste Folge. Also ich möchte gar nicht wissen, was die für Zahlen hatten. Vielleicht frage ich mal an, vielleicht können sie mir ein bisschen was dazu berichten. Mal schauen. Aber wie gesagt, das ist das Produkt. Ist also ein Pulver, was auflöst in Wasser und dann mit diesem Wasser das Gemüse wäscht bzw. das da drin einwirken lässt, weil das ist in dem Fall das Entscheidende, dass eben die Einwirkzeit 10 Minuten, Viertelstunde eben auch eingehalten wird, weil das sorgt dafür eben, dass die Pestizide davon gelöst werden. Ich weiß nicht, wir können mal gerade gucken, ob sie jetzt inzwischen eine Angabe dazu machen, wie viel davon quasi gelöst wird. Ne, also sehe ich zumindest jetzt erstmal nicht. Hier wäre so ein Klassiker, wo man es unterbringen könnte. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, denn tatsächlich wird keine genaue Aussage dazu getroffen. Also die Reinigungsleistung schwankt aufgrund dieser Faktoren. Das ist im Wesentlichen das, was Sie auch gesagt haben in der Sendung, dass das sehr, sehr komplex ist, weil es sehr viele unterschiedliche Gemüsesorten, unterschiedliche Pestizide eben gibt. Mir persönlich, jetzt ist es ein bisschen schwammig, so da würde ich mir dann doch ein bisschen mehr Aussage wünschen. Ja, mein Gott, also das wird im Zweifelsfall jetzt nicht großartig schädlich sein, ist auf jeden Fall besser, als die Pestizide einfach dran zu lassen. Ja, also insofern alles Gute für die Gründer.
Ich hoffe, ihr habt Erfolg mit der Kooperation auch. Aber rein von der Optik her, muss ich sagen, gefällt mir das Produkt sehr gut. Es ist ein klassischer Beutel, Standbodenbeutel, den man da nutzt. Eben schön bedruckt, Farbkonzept passt für mich. Eben und natürlich das glaube ich, das dümmel-eigene Logo quasi, was hier verwendet wird. Genau, also passt für mich prima. Solider Auftritt, trotz sehr, sehr kritischer Fragen auch von den diversen Löwen, die da waren, haben sie sich wirklich ganz gut geschlagen. Keine Ahnung. Dusche bestimmt. Ich glaube, es ist definitiv Kosmetik. Einen wunderschönen guten Tag, ihr zwei. Ne? Es ist so gemein, dass sie immer mit den Leuten zu diesem Bürokomplex gehen, wo der Wind so dermaßen durchpfeift, und wenn du dann offene Haare hast, dann weht es dir einfach alles durchs Gesicht. Aber gut, mein Gott, Amy ist der Moderator, der hat da weniger Probleme mit. Trotzdem wieder ein schöner Anfang. Wir sind gespannt. Und die nächste ist mal eine Einzelgründerin in der Höhle der Löwen. Stephanie heißt sie und hat ein Nachfüllsystem für Shampoo und Duschgel entwickelt. Without Me heißt es. So sieht's aus. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Finde ich von der Marke her, von der die Schriftart, die sie gewählt hat, ist schön. Die Story dahinter ist sehr schön. Nachhaltigkeit, plastikfreies Leben etc. Passt alles irgendwie ganz gut für mich zusammen. Und wir haben also hier schwarze Edelstahlflaschen, die man eben im... Mal gucken, ob man das hier sehen kann irgendwo. Genau, also wir haben schwarze Edelstahlflaschen wie diese hier, die man dann im Geschäft in den entsprechenden Nachfüllstationen auffüllen kann. Ganz spannend, die Gründerin, also die Eltern der Gründerin haben ein Maschinenbauunternehmen und dadurch ist es natürlich auch schon eine sehr ausgefeilte Abfüllmaschine, die sich dann da präsentiert. Das ist auch das Konzept, also das heißt, es geht nicht nur darum, irgendwie an Endkonsumenten Produkt zu verkaufen, sondern es geht eben auch darum, diese Stationen zu verkaufen oder zu vermieten, die dann für die Auffüllung überall bereitstehen sollen. Das ist leider dann am Ende auch der Kritikpunkt, den die Löwen haben, weil das natürlich voraussetzt, ein solches System, dass das wirklich flächendeckend sich umsetzen lässt. Bei den Kostenstrukturen, die dann im Laufe des Pitches so ein bisschen gezeigt wurden, sei das mal dahingestellt, ob das wirklich so funktioniert. Auch der doch recht sportliche Kaufpreis mit 28 Euro, glaube ich, für die Flasche und dann für jede Auffüllung 9,99 €, das ist schon sehr viel, ist aber auch klar, wenn es so klein noch ist, dass das einfach sehr hoch ist. Das war bei mir damals nicht anders. Das sind einfach sehr, sehr komplexe Vorgänge, wenn man eben halt gerade anfängt. Für sowas braucht man ein Rieseninvest, auch ein wesentlich größeres, als sie hier gefordert hat. Und ja, das hat es am Ende des Tages dann leider nicht gegeben. Stephanie hat 100.000 Euro haben wollen und war bereit dafür 15% abzugeben. Also quasi die gleiche Bewertung wie bei Lemonist. Schauen wir uns einmal kurz an, was an IP, die man quasi dann damit kauft. Also erstmal, ne, die ganze Website und so sieht prima aus, passt alles super zum Design, schwarz-weiß, das harmoniert. Sehr, sehr schön. Grundsätzlich finde ich diese schwarzen Flaschen auch echt cool. Es mag aber auch daran liegen, dass es mich sehr anspricht, weil die meisten Männerkosmetikprodukte sind auch irgendwie in dunklen, schwarzen oder dunkelblauen Verpackungen. Also das ist irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ob am Ende des Tages nicht vielleicht die Marke sogar eher Männer ansprechen würde als Frauen. Da es aber grundsätzlich, glaube ich, bei den Produkten eher Unisex gedacht ist, ist das jetzt auch nicht kriegsentscheidend und macht einfach insgesamt aber einen sehr, sehr wertigen, sehr schönen Eindruck. Vielleicht einen Blick noch ganz kurz dazu, was steht für eine Firma dahinter. Das ist also die Without Me UG. Die ist schon letztes Jahr gegründet worden.
Ja, genau, am 6.10., naja, sogar vor 2 Jahren schon, also 6.10.2020 schon gegründet worden. Ob das jetzt heißt, dass die vielleicht in der Zeit auch schon aufgezeichnet wurde, weiß ich nicht, ich glaube aber eher nicht. Die Aufzeichnung wird wahrscheinlich erst dieses Jahr stattgefunden haben. Dann gab es eben, sieht man hier, es gibt leider keine Kapitalerhöhung, das heißt also leider auch kein Investor, der sich da hat breitschlagen lassen. Schade, ich fand es wirklich eine sehr sympathische Gründerin, die da sich ganz gut präsentiert hat. Aber ich stimme natürlich in dem Fall auch ganz klar den Löwen zu. Das ist kompliziert umzusetzen. Das muss, wenn, dann ein ganz großer sein, der das umsetzt, weil das eben halt wirklich nur funktioniert, wenn es flächendeckend eben funktioniert. Oder, das wäre jetzt mein Vorschlag, die kleine Variante. Die kleine Variante ist dann aber halt nicht der Einzelhandel im großen Stil, im Sinne von irgendwelchen Ketten, die man da anspricht. Ein DM oder Rossmann oder sowas, die interessieren sich für sowas nicht. Das ist denen zu klein. Was aber funktionieren könnte, wäre aus meiner Sicht Bioläden dafür zu begeistern. Soweit ich das gesehen hatte, ist das Produkt selber auch, ist glaube ich Bio oder zumindest mit starkem Bio-Fokus. Kann nochmal nachgucken. Natürlich nachhaltig. Genau, also das Produkt ist Naturkosmetik, also insofern könnte das ganz gut passen. Und in Bioläden gibt es ja durchaus auch immer so einen Kosmetikbereich, irgendwie, in den das reinpassen könnte. Vielleicht dann eher mit einer kleineren Station, die nicht ganz so wuchtig ist, nicht ganz so viel Platz einnimmt. Ja, der Grundgedanke erstmal ist halt schön, ne? Das ist nachfüllbar, ist ressourcenschonend. Das ist alle Ehren wert, eben, dass man in dem Bereich sich bewegt. Judith Williams hat in dem Pitch angemerkt und hat da sicherlich auch nicht Unrecht mit, die großen Brands in dem Bereich eben einen anderen Weg gehen. Die versuchen, die Verpackung eben dahingehend zu gestalten, dass sie möglichst frei von Plastik wird oder möglichst nur mit recyceltem Plastik agiert wird. Ich befürchte, dass das so ein bisschen am Ende das sein wird, woran Without Me womöglich scheitern könnte, einfach weil die Größen in der Branche einen anderen Weg gehen, und zwar einen sehr klar anderen Weg gehen. In dem Pitch war auch einmal kurz der Vergleich in Richtung Autoindustrie mit zum Thema Elektrofahrzeuge, warum die zu Anfang noch nicht so häufig gekauft wurden, eben weil die Stationen noch nicht da waren zum Laden. Ich sag mal so, um bei dem Vergleich zu bleiben, ich wünsche Without Me, dass sie das Tesla quasi in diesem Sektor werden und damit dann tatsächlich für einen Anschub sorgen. Aber wenn man sich anschaut, mit was von der Summe Tesla finanziert wurde und auch immer noch finanziert wird, dann kann man sich auch ungefähr vorstellen, in welche Richtung das hier bei Without Me zu gehen hätte, eben damit das sich wirklich nachhaltig durchsetzt. Aber ansonsten vom ganzen Auftritt her finde ich super und macht auf mich einen sehr, sehr wertigen und sehr guten Eindruck. Irgendwie spricht es mich an. In meiner Nähe gibt es hier keine Station. Insofern werde ich jetzt erstmal nicht in den Genuss kommen, das mal auszuprobieren. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Was mir noch einfällt, was vielleicht auch ein Thema sein könnte, wäre ein Online-Shop, der auf Abonnementbasis dann funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob sie das hier auch umgesetzt hat. Ja, okay, gut, ich will nichts sagen, ist alles schon erledigt. Prima. Genau, also es gibt hier die Möglichkeit, quasi einen Refill zu bestellen. Ich gucke mal gerade, was das viel denn da tatsächlich drin ist. Also hier nochmal ganz kurz, also es ist tatsächlich biologisch abbaubares Shampoo, also insofern tatsächlich für die Bioläden könnte das ein Thema sein. Ja, wie viel ist das denn? Steht da nicht. Also entweder übersehe ich es oder es steht hier einfach effektiv nicht. Also es steht nicht, wie viel Milliliter das jetzt sind, weil der Preis mit 50 Euro natürlich schon
sehr amtlich ist. Ja, finde ich ein bisschen komisch. Hätte ich mir jetzt gewünscht, dass da irgendwo steht, wie viel Milliliter das sind, dass ich mir irgendwie ein Bild davon machen kann. Und was mich jetzt spontan, aber das mag auch daran liegen, dass dass das Bild ein bisschen trügt. Wenn wir hier mit plastikfrei etc. und sowas werben, warum haben wir dann einen Nachfüllbeutel, der offenbar aus Plastik besteht? Ja, es ist Recycle-Plastik, steht hier unten. Aber ja, sieht erstmal nicht so gut aus für mich. So, ne? Also insofern, da würde ich mir dann vielleicht auch was anderes wünschen, eher auf so einer Basis Flaschenaustausch oder sowas. Dann ist auch so ein Preis durchaus gerechtfertigt. Das muss man sich aber selber überlegen, eben das wäre jetzt nur so mein Vorschlag aus der Ferne, ohne dass ich irgendeine Ahnung davon hätte, wie das umzusetzen ist. Ja, noch ein Wort zu der Markenanmeldung. Soweit ich das gesehen habe, gibt es keine Markenanmeldung oder ich habe sie irgendwo übersehen. Ich glaube, weder eine Wortmarke noch eine Bildmarke gesehen zu haben. Das würde ich ehrlich gesagt schnellstens nachholen, weil wenn man sich schon die Mühe macht irgendwie und ein hübsches Logo entwickelt, auch wenn es ein rein schriftbasiertes ist, dann ist doch irgendwie blöd, wenn einem das irgendwann einer wegschnappt, nur weil man vergessen hat, irgendwie die Marke dafür anzumelden. Also das würde ich auf jeden Fall noch nachholen. Und zum Schluss noch, wie sollte es anders sein, der spannendste Deal des Abends aus meiner Sicht. Hallo liebe Löwen, ich bin Aaron aus Berlin. Mit 11 Jahren habe ich meine erste Erfindung gebaut. Mit 12 Jahren habe ich begonnen zu programmieren. Und mit 17 hoffe ich auf ein Investment von den Löwen. B-Box, entwickelt von einem jungen 17-jährigen Erfinder, der ja, das Ganze in Eigenregie mit dem 3D-Drucker zu Hause entwickelt und vorgestellt hat. So sieht das Ganze aus. Es ist also eine abschließbare Fahrradbox, wie da groß und deutlich auf der Website steht. In diesem Fall, im Unterschied zu allen Boxen, die man bisher sonst so gesehen hat, eben auch tatsächlich einbruchssicher. Von der Idee her zumindest klassischen Fahrradtaschen etc. Überlegen. Der Gründer hat sich super, super sympathisch präsentiert, ist ein, klingt jetzt so gönnerhaft irgendwie, aber ist ein sehr schlaues Köpfchen und ist dementsprechend natürlich sehr, sehr, sehr gut angekommen da vor Ort. Im Grunde genommen haben sie sich alle um ihn gerissen. Zu Recht, absolut zu Recht. Das Produkt ist gut. Das Produkt macht einen sehr, sehr guten Eindruck, was die Idee angeht. Das war in der Höhle natürlich noch weit davon entfernt, ein fertiges Produkt zu sein. Sprich, das waren noch Prototypen im 3D-Drucker-Status. Aber das bewegt sich in einem ganz, ganz guten Rahmen. Er hat eine schöne Marke entwickelt, die, soweit ich das gesehen habe, allerdings nicht als Bildmarke, sondern nur als Wortmarke bisher registriert ist. Das sehen wir hier. Und zwar ist es, glaube ich, diese hier. Ich glaube, dass das sein Vater ist, weil der Gründer eben erst 17 ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung oder zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Kleiner Einschub hier, während ich das gerade schneide, fällt mir auf, es gibt sehr wohl eine Marke und die ist auch angemeldet. Ich habe es aber offenbar eben auch schon falsch gesagt. Es ist nämlich jetzt nicht mehr Be Safe, so wie es in der Höhle der Löwen bei der Aufzeichnung noch hieß, sondern die ganze Geschichte heißt jetzt Be My Box. Also nicht Be Box, wie ich eben gesagt habe, sondern Be My Box. Und dazu gibt es auch tatsächlich eine Marke, die am 10.8. angemeldet wurde. Genau, die ist letztes Jahr auch schon angemeldet worden, also die hat schon ein bisschen Zeit. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum bisher der Schutz noch hier auf beantragt steht und noch nicht auf bewilligt, weil aus meiner Sicht müsste eigentlich das schon durch sein, das Thema. Aber gut, das ist ein anderes. Genau, zurück zu der Website. Website sieht sehr, sehr schön aus, wieder klar und übersichtlich. Wer aufgepasst hat, kennt das Template, was dafür verwendet wurde schon. Auch hier wieder gut umgesetzt und ja, hier erstmal das Produkt in seinen verschiedenen Varianten. Es geht also immer um einen austauschbaren Deckel dabei. Das unterscheidet die Sachen im Wesentlichen. Was in dem Pitch gar nicht gezeigt wurde, was ich mir schon da gewünscht hätte, ist genau das hier, nämlich eine Variante mit Zahlenschloss.
weil ich bin so jemand, ich verliere sehr gerne irgendwelche Schlüssel und für mich ist das Zahlenschloss auf jeden Fall eine gute Erfindung und möchte ich nicht missen. Auch wenn mir klar ist, dass es da durchaus das eine oder andere Sicherheitsbedenken irgendwie zu gibt, aber das hat mit dem Produkt hier nichts zu tun, sondern generell mit Zahlenschlössern. Genau, macht mir einen sehr, sehr guten Eindruck. Das sind zwar hier, glaube ich, digital erstellte Visualisierungen und keine echten Fotos, aber wenn das Produkt auch nur im Ansatz so aussieht, dann muss ich sagen, hänge ich mir das auch gerne an meinem Mountainbike. Finde ich sehr, 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 sehr gut auch, dass hier so das ganze Design der Wabenstruktur auch nochmal aufgenommen wird. Finde ich wirklich prima. Also hat wirklich alles richtig gemacht eben und das Ganze hier sehr, sehr, sehr gut präsentiert. Wie man hier sieht, auch im Impressum hat das Duo Dümmel und Kofler hier zugeschlagen. Ich glaube auch, ich habe noch nicht geschaut, wie die Möglichkeiten quasi waren, aber angeboten waren ursprünglich 25,1%, also eine Sperrminorität für 145.000 Euro. Und im Verlauf des Pitches haben Dagmar Wörl und Nils Glagau auch genau das geboten. Und dann gab es ein Trio in dem Fall sogar, nämlich Carsten Maschmeyer, Georg Kofler und Ralf Dümmel wollten zunächst 40%, haben dann ein bisschen Muffensausen gehabt, dass der Gründer ihnen womöglich absagt, weil das doch ja schon ein kräftiger Schluck aus der Pulle ist, wie man so sagt, und sind dann auf 30% runtergegangen. Vollkommen legitim, dass sie entsprechend mehr haben wollten, weil sie eben dann auch zu dritt auftreten. Es scheint auch tatsächlich dazu gekommen zu sein, denn sonst wäre das hier eben nicht zu sehen, dass hier die Brandchain GmbH das Ganze umsetzt. Es mag aber sein, dass vielleicht Maschmeyer dann schlussendlich zurückgezogen hat. Keine Ahnung, ist nur eine Vermutung. Warum ist das nur eine Vermutung? Weil ich effektiv nichts über diese Firma finde. Es gibt hier, also hier oben dieses Impressum, das ist bei den ganzen Brandchain-Geschichten immer als Verantwortlicher für den eigentlichen Webshop, über den es hier geht, so. Und die Firma aber, mit der man es hier zu tun hat, ist die Lab2.GmbH und darüber finde ich nichts. Also, ja, also ich finde weder bei North Data irgendetwas, auch nicht zu dem Gründer, zu dem Geschäftsführer oder sowas. Also es gibt einfach keinerlei Einträge dazu, zumindest keine, die ich direkt finde. Auch wenn ich hier im Bundesanzeiger gucke, eben finde ich nichts dazu. Oder auch beim Registerportal. Also überall da, wo ich es eigentlich finden müsste, finde ich leider nichts. Das mag daran liegen, dass die Firma unter Umständen noch ganz, ganz frisch ist. Und dann ist sie zwar hoffentlich korrekt im Impressum aufgeführt, aber eben in diesen Registern noch nicht final drin. Das kann der Kollege Solmecke gerne bewerten, ob das rechtlich einwandfrei ist, dann das trotzdem hier schon so zu nennen, oder ob das nicht eigentlich eine GmbH in Gründung sein müsste. Ja, das kann ich nicht beurteilen, da sollen sich andere drum kümmern. Ich finde leider keine Informationen, deshalb kann ich auch nicht konkret sagen, wie das Ganze dann schlussendlich abgelaufen ist, sprich, ob es eine Kapitalerhöhung gegeben hat oder nicht. Ja, dazu gerne in der nächsten Folge, wenn ich dann irgendwann mal Informationen dazu finde oder wenn sie mir jemand zeigt und ich einfach nur zu blöd war, sie zu finden. Das mag natürlich auch immer sein. Jetzt aber nochmal zurück zu dem Produkt. Also wie gesagt, es geht darum, ein Produkt hier, wir haben es mit einem Produkt zu tun, was zumindest im Pitch wird das so gesagt, ein sehr großes Alleinstellungsmerkmal hat, weil es eben keine Fahrradtasche ist, die einfach aufgeschnitten werden kann oder abmontiert werden kann, sondern das ist ein sehr sicheres System in sich, mal abgesehen von diesen wirklich erstklassigen Deckeln mit den verschiedenen Funktionalitäten. Ich wundere mich ein bisschen, der eine, der nämlich in der Sendung noch vorgestellt wurde, mit so einem Packriemen quasi, so einem Gummi- oder Klettriemen, der ist leider jetzt hier gar nicht mit dabei. Wahrscheinlich, weil der am kompliziertesten zu produzieren ist, sage ich jetzt einfach mal so aus der Ferne. Den hätte ich mir jetzt eigentlich auch noch ganz gerne hier gewünscht. Aber gut, es ist so, wie es ist.
Erstmal super Produkt. Ich finde, es sieht super aus. Also ich würde es mir sofort auch an mein Mountainbike, und ich habe da nicht mal einen Ständer dran, weil das einfach die Ästhetik stören würde. Aber ich würde mir sogar tatsächlich überlegen, diese Box da dran zu packen. Was ich spannend finde, ist, im Verlauf des Pitches hat der Gründer erzählt, er hat ein Patent dazu geschrieben und angemeldet. Was jetzt erstmal nicht weiter verwunderlich ist, dass man sowas macht, wenn man so eine gute Idee hat. Ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt Patentanwalt zu sein oder mit jemandem darüber gesprochen zu haben, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so ganz durchgeht. Denn für Patent ist immer eine Sache ganz besonders wichtig. Mal abgesehen davon, dass es eine gewisse Erfindungshöhe geben muss, die sieht man hier aber auf jeden Fall. Es muss neu sein. Neu heißt in dem Fall, es darf halt nichts Vergleichbares geben, was die grundsätzliche gleiche Funktionalität erfüllt. Und wie soll ich sagen, es gibt halt etwas, was ungefähr diese Funktionalität erfüllt und ähnlich quasi von der Sicherheit ist, mal abgesehen von den ganzen Taschen, die grundsätzlich ja auch eine ähnliche Funktionalität haben, nämlich das Aufbewahren von Dingen. Jetzt finde ich dieses Teil hier wirklich nicht besonders ästhetisch ansprechend und generell auch diese Fotos hier, das ist ja schon gruselig irgendwie. Ich weiß nicht, mit was für einer Kamera das aufgenommen wurde. Aber gut, es ist halt ein Produkt, was einfach existent ist. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das am Ende des Tages dazu führt, dass es leider für BeSafe keinen Patentschutz geben wird. Zumindest nicht auf diese grundsätzliche Funktionalität der Box. Vielleicht, wenn man Glück hat, noch für die verschiedenen Deckel oder für den Austauschmechanismus des Deckels oder so, dann gäbe es durchaus noch Möglichkeiten aus meiner Sicht. Oder hätte es gegeben, bevor man das Ganze veröffentlicht. Jetzt ist nämlich auch der Drop gelutscht, weil sobald das Ganze einmal hier veröffentlicht wurde, wird man das nicht mehr nachanmelden können. Aber gut, mein Gott, ne? Also auch ohne Patent kann man ganz prima Unternehmen aufbauen und auch zum Erfolg führen. Und ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass das hier zum Erfolg führt. Die Produktionszyklen, die der Ralf Gümmel mit seinen Lieferanten in China hat, kann ich mir sehr gut vorstellen. Die werden, für die ist das ein leichtes, da die entsprechenden Formen anzufertigen und das Ganze umzusetzen. Das ist also... ja, aus meiner Sicht hier alles richtig gemacht, auch dieses Trio quasi sich auszusuchen dann schlussendlich, macht total Sinn. Auch wenn Georg Kofler zwischendurch sagte, ja, der kann da überhaupt nichts mit anfangen, da merkte man halt so ein bisschen, er hat halt nicht so das Gefühl für den Markt Fahrrad und wie groß der tatsächlich ist. Aber gut, das ist ja trotzdem kein Hinderungsgrund für so jemanden, dann trotzdem zu investieren. Wie gesagt, sehr, sehr schöner Auftritt, nicht nur was die Website angeht, sondern auch eben vor allem in der Show. Auf jeden Fall sehenswert, sollte man sich unbedingt angucken. Wirklich sehr spannend, was jemand in dem Alter, wie souverän der auftreten kann und wie er wirklich innerhalb kürzester Zeit dort die Löwen um den Finger wickelt. Ganz prima gemacht. Und das Produkt an sich, wie gesagt, ich finde es wirklich gut. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das erfolgreich wird. Und ich glaube, dass ja, wenn Mr. Regal Ralf Gümmel da seine Finger mit im Spiel hat, und das ist ja offenbar der Fall, dann würde ich davon ausgehen, dass das in absehbarer Zeit in den ersten Baumärkten sein wird. Sobald ich es dort sehe, gebe ich Bescheid. Da halte ich mich nämlich selber auch immer ganz gerne auf. Und insofern denke ich, werde ich das dann die nächsten Tage auch schon da sehen. Ich bin gespannt. Ja, ich hoffe, das hat dir irgendwie Spaß gemacht. Ich habe mich nicht allzu sehr verplappert und nicht allzu langweilig das Ganze vorgestellt. Wenn dir das Spaß gemacht hat, dann abonniere gerne hier unten den Kanal, weil wenn das klappt, dann würde ich das gerne in Zukunft regelmäßiger machen. Hängt natürlich sehr auch davon ab, wie die Resonanz ist. Also insofern gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Ganze gefallen hat. Wenn es dir nicht gefallen hat, kannst du mir leider keinen Daumen nach unten mehr geben, hast du leider Pech gehabt, aber du darfst gerne ein ganz fieses Hasskommentar unten reinschreiben, was ich alles falsch gemacht habe. Nein, generell
ganz ehrlich, wenn ich irgendwas falsch dargestellt haben sollte, irgendwas übersehen habe oder sowas, sagt mir das gerne, weist mich gerne darauf hin. Ich mache das hier spontan aus dem Bauch heraus und da kann es durchaus sein, dass ich da irgendwas einfach mal übersehe oder falsch wahrgenommen habe. Dann bitte gerne einfach Bescheid geben, dann kann ich das entsprechend richtigstellen. Ja, und ansonsten sage ich einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.